Hi Gerd, hier sind wir so ein bisschen heimisch, ne? Ja. Bei Roll Enfield. Ja, auch coole Leinwand hier. Aber sollen wir erst den Rest zeigen oder erst die Neuheit, die demnächst kommt? Sollen wir das schon machen? Neuheit? Komm, wir nehmen die Neuheit als erstes. Ja, ich würde auch sagen, die Neuheit. Wir haben was für euch entdeckt. Die neue Royal Enfield Hunter mit dem normalen 350er Motor, wie aus der Classic und der Meteor auch, mit 14,9 kW, mit ein bisschen über 20 PS. Design gefällt mir sehr gut. Tu mir doch mal einen Gefallen, weil ich bin ja meistens ein bisschen groß. Setz dich doch mal bitte einmal drauf. Ich möchte mal einmal so die Proportionen angucken. Das sieht perfekt aus. Wie groß bist du? 1,75, wenn ich nicht geschrumpft bin. Wollen wir ja mal nicht hoffen. Also seht ihr, 1,75. Ich würde mal sagen, so bis 1,85 ist noch alles super. Ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen groß. Ich schwinge mich da gleich mal drauf, wenn du da fertig bist. Achso, das ist nur ein Aufkleber. Ich musste nur einmal kurz gucken. Also hier von der Optik hier alles dasselbe, wie ihr schon gewohnt seid, von der Classic und von der Meteor-Schalteinheiten gleich. Aber vom Design her finde ich die schon mega geil. Mir gefällt die graue da gleich. Also ich muss sagen, ich finde die hier so ein bisschen frischer. Ja gut, zwei. Die sieht mit dem Lack ein bisschen edler aus. Ja, genau. Was halt auch, hier hast du matt, hier hast du ganz. Ja. Mir gefällt das aber gut hier. Das gefällt mir optisch wirklich gut. Wie findest du denn die moderne Sitzbank bei dem Bike? Also, ich finde sie. Achso, ja, was auch cool ist. Ich habe auch schon mal jemanden gehabt, der hat gesagt, die sind zu eng, auch bei der Scram. Vielleicht kann sich derjenige erinnern. Die ist jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Also du kannst jetzt auch weiter nach hinten Platz nehmen, ohne dass sie runterrutscht. Also hockst du immer noch entspannter drauf. Ja, guck mal. Und wenn ich jetzt normal nehme, kannst du nach vorne. Ja. Ist beide Sitzposition, finde ich ganz angenehm. Ja, gefällt mir gut. Das Design gefällt mir einfach gut. Haben wir denn auch schon eine Hunter da? Nein, aber... Aber warum denn nicht, Gerd? Wird sich gleich ändern, weil ich nehme die graue mit. Cheflenker. Du bist eher Favorit für die graue? Ja. Ich liebe halt Metallic-Lack. Macht aber einen guten Eindruck. Also die Sitzbank macht das Moped jünger, ne? Im Vergleich zu den anderen, wo man mehr den klassischen Look noch hat. Ich finde, das macht das Moped auf jeden Fall jünger. Dass sie mal so einen kleinen machen wie bei der Scram. Das ist ein bisschen kürzer, aber finde ich auch nicht schlimm. Finde ich ganz cool, dass sie das dann dreht. Ja. Sollen wir mal ein Stück rüber? Jetzt kommt hier so die nervige Musik. Dankeschön. Guck mal, hier haben wir auch noch eine. Dann ist das nicht ganz so laut. Ja. Was ich nämlich auch gerade gesehen habe, scheinbar gibt es hier auch schon wieder in verschiedenen Sitzen. Ich habe gerade eine gesehen mit der Velibar vorne, die andere. Gibt es auch wahrscheinlich wieder mehr Ausstattung. Ja, und guck mal, hier haben wir die Scheibe. Ja, und hier die flache Sitzbank. Ah ja, stimmt. Guck mal, die hat eine richtige Sitzkuhle. Und die hier ist flacher. Was natürlich cool ist, ich kann auch richtig weit nach hinten. Passt eigentlich auch richtig gut drauf eigentlich. Ich muss mich mal eben auf die andere draufsetzen. Ja. Wegen der Sitzposition. Ja, doch. Oh. Die ist aber auf jeden Fall saubequem, Leute. Die gibt auch schön nach hier. Die ist richtig bequem. Die ist weicher, die ne? Ist richtig weich. Ja, die finde ich cool. Aber ich kann auf der anderen auch sitzen, trotz dieser Sitzkuhle. Ja, wir werden ja demnächst auch das komplette Zubehörprogramm anbieten. Da können wir gleich mal ein bisschen vorne noch mal uns die Regale angucken. Gibt ein paar schöne Kleidungsstücke, gibt sogar Brillen, habe ich gesehen und keine Ahnung was. Dann gibt es natürlich diese ganzen Sturzbügel, Sitzbänke, Spiegel, Windschilder und so. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das auch alles da haben. Wird auf jeden Fall gut. Ja, auf jeden Fall ist sie vorbereitet fürs Nabi. Habe ich nämlich gerade geschaut. Ja, aber nämlich die Halterung, sie da. Und unten ist der Anschluss hinter der Lampe. Du bist ein Fuchs. Ja. Hast du gut aufgepasst. Ja. Aber ansonsten
Doch. Finde ich, ist mal was anderes. Ja. Sollen wir uns mal ein bisschen Zubehör angucken? Hast du Lust? Ja, können wir tun. Wie gesagt, zu den einzelnen Produkten kommen später noch ausführliche Vorstellungen, sobald wir die Dinger dann da haben. Ja. Wo gehen wir denn lang? Wir können ja hier anfangen. Ja, gehen wir hier lang. Aber muss sagen. Stopp! Sehr schön. Oh. Guck, hier haben wir nämlich schon die ersten Sachen. Ich habe da vorne nämlich einfache Jacken gesehen, aber hier halt auch richtig Royal Enfield-Bekleidung. Hier sind Protektoren drin und sieht natürlich cool aus. Hier, wenn du eine in der passenden Farbe hast, so eine Jacke dazu, ist doch mega. Gibt's hier einen Preis? Willst du denn einen Preis schon raus, Schiff? Ja, wollte ich auch gerade mal gucken, ob hier schon ein Preis drauf ist. Nö. Da werden wir noch Hausaufgaben machen müssen, was das ganze Zubehör angeht. Oh. Bis wir da die Preise und so drin haben. Aber wenn wir es erstmal da haben, wird das schnell gehen. Vielleicht müssen wir auch so Puppen besorgen. Ja, ich wollte heute mitnehmen. Die habe ich, die hat mir. Boah, es gibt sogar Royal Enfield Schuhe. Ja, die habe ich schon gesehen. Die ist bei uns schon. Die finde ich cool. Und die haben wir schon da? Nein, da noch nicht. Aber ich habe sie gesehen im Prospekt. Ja. Aber auch die Jacke, wie gesagt, die macht einen sportlichen Eindruck. Ich finde die gut. Ja, ist aber auch mit vollen Protektoren, alles was dazugehört. Ich bin total gespannt, wie unser Royal Enfield Shop später aussehen wird. Keine Ahnung, ob das mit diesen Möbeln und sowas zu tun hat oder nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube aber, das sah anders aus. So ein ne? bisschen oldschooler ist, glaube ich, der Shop. Bisschen rustikaler, ja, ne? Ja. Ja. Und ansonsten hier ist halt das normale Royal Enfield Programm, was gerade alles aktuell ist. Ich habe da vorne eine mit einem richtig cool lackierten Tank gesehen. Ja, können wir uns auch gleich mal angucken. Hier gibt es einen ganz radikalen Scram-Umbau. Da könnt ihr mal sehen, was man aus einer Scram machen kann. Ich glaube, gefilmt hat unser Kameramann schon, habe ich eben gesehen. Erkennst du gar nicht wieder, ne? Ja, also ich sage jetzt mal, das ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Wie gesagt, so richtig mein Geschmack ist es nicht, aber ein radikaler Umbau und hat auf jeden Fall Respekt verdient. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal komplett was anderes gemacht. Aber was ich schön finde, ist der lackierte Tank hier vorne. Ist ganz schick so, ne? Ein paar andere Blinker. Ja, okay, hier, guck mal. Noch ein paar andere Blinker dran. Ja. Das ist Royal Enfield Originalzubehör. Ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt auf der grünen Pflanze sind. Deswegen wird das mal so ein Sonderprodukt sein, gehe ich mal davon aus. Ja, die werden da auch demnächst was machen. Müssen wir uns auch noch reinarbeiten, aber dazu später mehr. In der Tat wird der Tank so ausgeliefert. Finde ich cool. Ist richtig schick. Das macht auf jeden Fall was her. So, hier sind jetzt noch nicht so viele Royal Enfield Neuheiten. Aber wie gesagt, zu der Hunter gibt es einen ausführlichen Bericht, sobald das Ding bei uns in der Firma steht. Du kannst ja hier mal noch ein bisschen rumfilmen und ich würde sagen, wir gehen schon mal ein bisschen weiter. Ne? Wir haben ja noch ein paar Punkte heute. Hallo Leute. Ja, ich habe was entdeckt. Hier steht er. Wir haben bestellt, aber wir haben leider noch nicht bekommen. Ich habe auch schon viel einige Anfragen gehabt. Ja, wann er denn endlich kommt. Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Hier in der Messe steht er schon. Ich habe auch gehört, der gibt es auch als Leihfahrzeug hier. Muss ich gleich mal mit Nils reden, vielleicht, dass wir eine Runde treifen können draußen auf dem Hof. Aber, Kameramann, geh mal rüber, da ist er. Endlich live zu sehen, anstatt vom Prospekt. Der Kimco, wie schimpft sich der jetzt? CV3. Ja. Also wie gesagt, jetzt sehe ich ihn das erste Mal. Also ich muss schon sagen, von der Optik kommt der schon recht brutal rüber. Auch hier die Front vorne. Wenn ich jetzt so gucke, wenn ich den MP3 vergleiche, kann ich sie gar nicht vergleichen. Das ist so richtige aggressiver Look. Ja. Auch hier alle frei zugänglich. Das ist bestimmt auch für unsere Mechaniker saugeil. Weil beim jetzt geht's schon wieder los. Beim MP3, da müssen die ziemlich viel zerlegen, dass sie da dran kommen. Aber wenn ich hier so sehe, ist eigentlich schon recht cool. Auch die Bereifung hier. Also macht schon was her. Auch hier Spiegel außen, so wie ich das immer sag. Weil bei, könnt ihr euch erinnern, beim 400er Exciting hast du hier da deine Spiegel und das gefällt mir ja absolut nicht. Ich glaube, ich darf noch besteigen. Ich darf besteigen. Alter, hast du viel Platz eigentlich drauf? Und wie ihr seht, ist das schon
recht cool. Ja, da fehlt halt wieder das berüchtigte Thema hier. Aber funktioniert leider auch nicht so, weil du hast ja hier die Bremse. Deswegen, Jan, kennst du das nicht so machen, weil du sollst ja immer mit dem Fuß bremsbereit sein. Ja. Aber, ich muss schon sagen, auch hier schöne Schalter drin. Hat ja auch das neue Display drin mit der Navi und alles drin. Cool, kannst du ja nach oben. Ja, oh, guck mal hier, da hast du ja viel zum Spielen. Viele Menü, ja. Zündung kann ich leider nichts machen. Ist nicht. Aber Cockpits alleine finde ich auch schon sehr mega. Hast du ja auch alles hier angezeigt. Reifendruck sogar, Sensor scheinbar drin. Temperaturanzeige, ABS, Parksystem, Motorkontrollleuchte, Blinker links und rechts, wie es so sein soll. Service zeigt er dann wahrscheinlich auch an. Aber auch die, ja, ist auch schön, dass es auch ein bisschen Glanz ist. Falls wir gerade so drauf sind, kannst du das auch schön polieren. Ich guck mal. Ja, auf jeden Fall. Du siehst alles, das was du sehen sollst. Hier hast du vielleicht der Handlauf einmal drin, aber finde ich schon sehr, sehr schick. Ja, ja, technische Daten haben wir noch nicht, aber blenden wir ein. Ah ja, Kameramann zeigt gerade so. Und hier ist ja eigentlich so viel. Ja, wir blenden es ein. Wir suchen das mal raus. Ich weiß bloß, dass der AK-Motor verbaut ist vom 550er. Und auch wahrscheinlich mit derselben PS-Zahl. Weiß ich jetzt leider aber auch nicht. Aber wie gesagt, wir machen uns schlau. Ich wollte euch bloß vorführen, weil er auf der Messe jetzt hier steht. Ich sehe ihn live und nicht immer auf dem Prospekt, weil Prospekt ist ja immer wieder was anderes als live zu sehen, live mal anfassen, live draufsetzen. Ich muss aber sagen, oh, für längere Fahrt ist das sau bequem. Kann man lassen. Hockst da angenehm drauf, hast ja auch alles so im Griff. Auch der ist nicht so weit, kannst auch nach vorne, aber so ist es für mich schon ganz angenehm. Freiheit hier, viel, viel Freiheit, ja. Ja, was halt natürlich ein bisschen blöd ist, hier hast du ja wieder das Plastik. Wenn du jetzt natürlich nicht absteigst und du gehst einmal mit dem Schuh drüber, hast du schnell einen Abtrieb drin. Und das passiert wahrscheinlich hier auch ein bisschen schneller, weil siehst du ja selber. Jupp. Ja, auch mit der geteilten Sitzbank hier hinten. Ich glaube, das gefällt auch viele. Da hat der Fahrer eigen. Hier hast du da auch die aggressive Optik von hinten. Ich habe bloß gesehen, dass die, wenn die beleuchtet sind, einmal der Streifen so runtergeht. Das Ganze ist auch nochmal abgedeckt hier drin. Macht Sinn, macht auch was her. Ich hoffe, dass er auch dicht ist, nicht, dass sie irgendwann Kondenswasser da drin bildet. Aber ich denke mal, das wird wohl sein. Auch Auspuffanlage schaut mir auch wie von der vom AK aus, auch recht gewaltig. Ja. Ich denke mal sagen, das war's jetzt mal erstmal, weil technische Daten kann ich euch leider nichts angeben. Aber ich denke mal, wenn wir es rausgefunden haben, wird es eingeblendet. Wir haben auf jeden Fall schon bestellt, aber vor mehr, Januar, Februar, März, April, da werden die Schilder bei uns anrollen. Ja, ja, mal schön, dass wir live gesehen haben. Ja, das war's erstmal wieder von meiner Seite. Vielleicht kommen wir gleich nochmal. Ich wünsche euch was.